Dieses Video ist für Menschen mit schwachem Gemüt nicht geeignet. Eure Videos. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich verstehe nicht, wieso ihr bei so einem Wetter 150 fahren müsst, aber hey, ist euer Ding. Da die Airbags ja erst aufgehen, wenn es so richtig rappelt, dass dem Auto aber dieses Mal nicht genug war, sind die Airbags nicht rausgekommen und er hat sich leider am Lenkrad den Kopf angeschlagen. Aber naja. Ein guter Kontakt sagte Anon wohl, dass der Fahrradfahrer wohl 100 pro Schuld kriegt. Zwei Finger hat er gebrochen, ansonsten, naja, ein paar Kratzer, ne? Viele Helfer waren da, sagt er, das fand er gut. Jeder. Ah, fucking hell. Ah, scheiße. Was jetzt? Ah, ich hab so einen Steinadler kaputt gefahren hier. Ach, was für ein Schwein? Ah, shit, shit, shit. Was, ein Schweineadler? Ah, das Vieh ist tot, ja. Der Schweineadler, man kennt ihn. Ich weiß nicht, warum der mitgenommen. Ja, ich weiß nicht, warum der weiterfährt. Ich weiß nicht, warum man bei so einem Wetter so schnell fahren muss. Alter! Oh! Ruf, Notruf. Gut. Alter. Der hält auch an. 1 und 2, oder? Ja, 2. Polizei. Schönen guten Tag. Wir stehen hier gerade auf der A7, kurz vor der Abfahrt Höhe Hünfeld. Hier hat es einen Unfall gegeben mit einem BMW, der bei dem strömenden Regen in Schleudern geraten ist. Andi schrieb noch dazu, dass der Wagen auf der anderen Seite total kaputt aussah. Rad abgerissen und so eine Kacke. Also, er meinte total Schaden. Achtung, Behinderung auf der Fahrbahn auf der A7. Ja. Das sind wir jetzt. Ich habe dem Polizisten Bescheid gegeben, dass ich eine Dashcam installiert habe. Und er hat gemeint, das würde weiterhelfen für die Aufklärung. Ich solle Fulda Nord abfahren, mich bei der Dienststelle dort melden, bei der Autobahnpolizei. Und die würden meine Dashcam quasi auswerten und die Videoaufnahme. Gut, nehmen wir einfach mal eine Laterne mit. Könnt ihr noch Hilfe gebrauchen? In einem Kilo Feuerlöscher.
Auf meinem LKW-Kanal hatte ich auch schon mal sowas. Das brannte genau so groß wie hier. Da kamen dann zwei LKW-Fahrer an mit einem Feuerlöscher und haben das versucht auszukriegen. Naja, keine Chance, ne? Also jeder Feuerwehrmann wird dir sagen, spar dir das, ne? Geh in Sicherheit und dann hat sich das. Kriegst du nicht aus. Kriegst du nicht aus. Damals in den Kommentaren hieß es dann, oh, du Schlaumeier, bla bla, kann man ja wohl mal probieren und so und bla bla bla. Ach, ein Scheißdreck geht. Übrigens explodieren Autos nicht. Also wenn da mal ein Unfall ist und das Auto fängt vorne an zu brennen oder was, dann geht da hin und holt die Leute aus den Karren, bevor sie da drin elendig verrecken und verbrennen. Ne? Die Autos explodieren nicht. Also nein. Also da muss es schon richtig beschissen laufen, damit da irgendwas Großes passiert. Ansonsten, auch wenn die Gastanks drin haben, auch Gastanks explodieren nicht. Es sei denn, es wurde manipuliert. Dann ist natürlich alles möglich. Aber normalerweise, wenn diese Gastanks so weit erhitzen, dann schießt da aus so einem Überdruckventil, da schießt dann dieses Gas raus und das entzündet sich natürlich. Und dann hast du hinten eine schöne Fackel, die da schön rausschießt. Aber Autos explodieren nicht. Holt die Leute da raus, solange es noch geht. Aber hier gucken ja sicher 23 Feuerwehrleute zu. Wie seht ihr denn das hier? Erstmal die Sache vorhin mit dem kleinen Pulverlöscher. Da ist natürlich keine Chance bei so einem großen Feuer. Hier dieses Schaum eindecken da. Soll das irgendwie das Blech kühlen oder was? Damit der Abschlepper das dann auch anfassen kann oder wie? Kühlende Wirkung oder noch was anderes? Ich erklärt mal ruhig, weil ich verstehe es nicht. Ciao.